Die Bundesliga live bei Amazon. Die Highlights vom Spiel FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg. 33. Minute. Minisch an der Mittellinie, rüber auf die linke Seite. Seitenwechsel, sehr schön gemacht von André Hahn. Ganz langer Ball, Caligiuri tot runtergelogen. Sehr schön gemacht. Dann kommt Gumni mit der Hacke zu Caligiuri. Abgezogen, gehalten von Castells. Und da muss er nachgreifen, weil er kurz nicht wusste, wo ist denn der Ball überhaupt. Aber was ist das denn für ein schöner Angriff? André Hahn von der linken Seite, Schnittpunkt, Seitenlinie, Mittellinie, prügelt den Ball rüber auf die rechte Seite, hoch. Caligiuri kann ihn sauber aus der Luft verarbeiten, ganz, ganz toll gemacht. Erinnernd, Wolfsburger haben da Probleme mit. 38. Minute. Oh, jetzt haben die Wolfsburger auf der rechten Seite. Gikiewicz geht rausgechippt, der Ball, und das 1:0 durch Wout Weghorst. Ach Mensch, da ist ein langer Ball, der durchrauscht in der 38. Minute und tatsächlich die gesamte Defensive aufreißt. Gespielt von Yannick Gerhardt. Das ist keine Abseitsposition, weil Udokai ganz schlecht steht. Nicht nur, dass er diese Abseitsposition aufhebt, sondern er lässt diesen Pass auch zu Wout Weghorst durch. Und der ist dann auf der rechten Seite komplett frei. Gikiewicz kommt, meine ich, eine Idee zu früh raus. Aber egal, der Heber von Weghorst, auch da hat er ganz, ganz viel Feingefühl bewiesen. Bringt das 1:0 für den VfL Wolfsburg. Wout Weghorst. 59. Minute. Schlager, nochmal links in den Strafraum gespielt zu Paulo Ottavio. Da vorne, da kommt die Hereingabe. Und dann haben wir das 2:0 durch Riedle Baku. Da bin ich mir nicht so sicher. Der schaut erstmal rum und sagt, noch pfeift hier keiner. Und ich bin immer noch der Meinung, das müssen wir uns auch nochmal anschauen. Aber das ist wieder so eine Defensivaktion vom FC Augsburg, der einfach zu spät agiert. Und das ist ein astreines Tor von Baku. Da müssen wir nicht mal ansatzweise drüber reden, dass das irgendwie Abseits sein könnte. Das würde mich sehr, sehr überraschen. 2:0 durch Riedle Baku nach der Weiterleitung von Weghorst. Die Bundesliga live bei Amazon.